Echte Bauarbeiter sorgen in der aktuellen Bauphase an diesem neuen Bürogebäude in Heidelberg nur noch für den letzten Schliff. Den Rest erledigt Kollege COBODBOD2, ein 3D-Drucker. Es sind nur noch zwei, maximal drei Mann auf der Baustelle. Ja, es gibt keine Schalung, es fährt kein Baumaterial in der Form rum, sondern es gibt nur noch diesen Drucker. Die reine Druckzeit des Gebäudes 140 Stunden. Ausbetonierung und Deckenarbeiten folgen dann konventionell. Das Verfahren ist noch recht teuer und während mancher im 3D-Drucker schon den Retter des kriselnden deutschen Immobilienmarktes sieht, bewerten Experten das aktuell noch kritisch. Die Technik ist auch noch nicht endgültig ausgereift. Wir müssen daran weiter arbeiten, ganz selbstverständlich, denn in einigen Jahren kann der 3D-Druck vielleicht eine Möglichkeit sein, um die Wohnungsnot zu lindern. Ganze 700.000 Wohnungen fehlen Deutschland Schätzungen zufolge, Tendenz steigend. Und damit stehen wir nicht alleine da. Deshalb wird weltweit an der 3D-Technik geforscht, etwa im US-Bundesstaat Maine. Hier ist dieses Haus für kleines Geld aus dem Drucker gekommen, ganz ohne Beton. Das Haus ist komplett recycelbar. Man kann es abreißen, zerkleinern und dann wieder etwas anderes damit drucken. Bewährt sich das Haus, sehen die Forscher ihre Technik in der Lage, schon in 5 Jahren ganze Wohngebiete im Highspeed-Tempo zu drucken. Vor allem für Bedürftige. Auch in Heidelberg scheint die neue Technik eine Zukunft zu haben. Und wir lernen so viel dazu bei diesem Projekt, dass es bestimmt nicht das letzte ist. Ob der 3D-Drucker helfen kann, unsere Immobilienkrise zu lösen, steht in den Sternen. Und genau dort, im Weltall, auf unserem Mond, plant die NASA Häuser aus dem 3D-Drucker. 2030 soll es losgehen. Mancher würde sagen, eine Wohnung auf dem Mond bekommen sie schneller als in mancher deutschen Großstadt.